Liebe Pfarrgemeinden St. Antonius und St. Pius und alle, die uns auch noch zugeschaltet sind heute, der Tagesimpuls mal etwas anders in der Videoform und heute auch in unserer schönen Antoniuskirche hier. Sie ist täglich auch geöffnet, auch Sie dürfen gerne immer hierher kommen. Heute feiern wir ein Hochfest, Verkündigung des Herrn feiern wir heute. Schade, dass wir keinen Gottesdienst feiern können, aber wir merken, wir schauen, was möglich ist und begegnen uns auf diese Weise und das freut uns auch sehr, dass das möglich ist. Heute hören wir in der Lesung, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Jesaja schaut schon voraus auf das große Zeichen, Gott wird Mensch. Heute am 25. März dürfen wir schon mal ein ganz wenig 9 Monate vorausschauen auf Weihnachten. Jesaja hat dieses Zeichen angekündigt. Vielleicht fragen wir uns heute, was sind denn heute die Zeichen Gottes in unserem Leben? Wo kommt Gott denn vor? Wie zeigt er sich? Wenn wir Menschen von Glück, von Zufall sprechen, wenn wir etwas nicht mit unserem Verstand begreifen können, kann es sein, dass da Gottes Zeichen wirken? Gott wirkt in dieser Welt. Er wirkt durch uns Menschen, er wirkt durch seine Taten. Aber für uns Menschen ist es nicht immer greifbar. Aber wir beten es doch immer wieder im Vater Unser. Nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille. Gottes Wille soll geschehen. Und so lassen wir doch diesen Willen auch geschehen und nehmen wir ihn an. Und diesen Willen Gottes annehmen, da kann uns eine Person ganz großes Vorbild sein. Und an die Person denken wir heute besonders auch, an Verkündigung des Herrn, an die Mutter Gottes. Und auch dort hören wir heute im Evangelium von ihr, wie sie darauf reagiert, wie der Engel des Herrn zu ihr spricht. Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria sagt kein kleines Ja, 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 sondern sie sagt Ja, Ja zu Christus, Ja zu Gott, der ihr sozusagen den Auftrag gibt. Sie sagt Ja komplett, zu allem, zur Geburt, zum Weg Jesu, bis hin zur Kreuzigung und auch zur Auferstehung. Ein Auf und Ab, aber so ist unser Leben. Unser Leben ist keine gerade Linie. Wenn Sie unser Jahresleitwort kennen, das Symbol, da ist der Puls. Auch der Puls von uns Menschen geht hoch und runter. Und so hat unser Leben auch einige Auf und Abs. Wollen wir die Aufs, das Gute im Leben, wirklich immer nur uns zuschreiben, dass wir das gemacht haben? Und wollen wir jetzt in diesen Abs, wo es vielleicht nicht so gut geht, die Schuld von uns wegweisen? Oder wollen wir in beidem nach Gott suchen, nach Gottes Zeichen in unserem Leben? Sind die glücklichen Momente, sind die Familien, die Freunde nicht auch Geschenke Gottes? So lade ich uns heute ein, mit diesem Ja durch den Alltag zu gehen. Ja zu sagen, auch in diesen schweren Momenten. So habe ich heute ein Marienlied rausgesucht. Im Gotteslob finden Sie es in der Nummer 863. Mit dir, Maria, singen wir. So wollen wir heute vielleicht auch mit der Gottesmutter auf dem Weg sein. Mit ihr singen und mit ihr Ja sagen. In den letzten Tagen habe ich ein Bild zugeschickt bekommen, was gestern auch in unserem Fahrteam-Thema war, weil ich es da nochmal herausgeholt habe und auch der Silvia Köhler und auch unserem Pfarrer gezeigt habe. Und alle haben gestaunt. Schauen Sie mal mit mir auf dieses Bild. Sie sehen dort eine Adlermama, die sich um ihr Junges kümmert.
Wer kümmert sich heute um uns? Ganz viele Menschen helfen uns. Die Jüngeren helfen den Älteren. Gibt es noch jemand Größeres? Schauen Sie mit mir. Glauben Sie mit mir daran, dass es etwas Größeres gibt? Jesus Christus, der sich um uns auch kümmert. Und in diesem Vertrauen wollen wir heute diesen Tag begehen. Öffnen wir unser Herz für uns Menschen und für Christus, der sich um uns kümmert. So wünsche ich Ihnen Gottes Segen, alles Gute für diesen Tag.